Final Fantasy 9. Ich bin immer noch in der Eishöhle. Ich starte meinen Timer. Ich schau mal, ob ich mich ja. Ich muss mich auf jeden Fall heilen. Zack. Zack. Da sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Oh, warte mal, ich habe diesen Mithril-Dolch. Aha. Okay. So, na gut, wenn wir noch ein bisschen hier schon mal ein paar Punkte sammeln. Dann gehen wir weiter hier den Weg nach oben. Ja, ich kann mich nicht heilen. Okay. Schade. Okay, wir machen ein bisschen schneller wieder hier. Ein bisschen. Ey, einschläfern ist mal ein bisschen unfair hier. Was soll denn das? Gut. Oh, da hat ein Kavalier. Ein Jadestein, eine Potion oder ein Kampf vor den Karten. Oh, gefällt mir das doch. Oh. Ja, Leute, haben sie ja extra hier. Okay. Ach komm. Ey, so cool. Ernsthaft, so kurz vor dem Ausgang kommt jetzt nochmal ein blöder Fight. Okay. Dafür kriegt ihr. Kriegt ihr Feuer ins Gesicht. Ihr nervt auch schon ein bisschen hart, ne? Feuerklinge, bäm. 280. Alter! 580. Was ist mit dir los? Nichts, okay. Schade. Ja, super, jetzt bin ich rausgekommen. Ja, das scheint der Ausgang zu sein. Ja, geil. Endlich befinden wir uns oberhalb des Nebels. Es geht doch nichts über einen klaren blauen Himmel. Sieh mal, da unten ist ein Dorf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Dorf schon mal gesehen zu haben. Ihr seid jetzt wohl schon viel herumgekommen in eurem Leben, nicht wahr? Die Welt, die ich kenne, befindet sich fast ausschließlich nur in Büchern. Vielleicht seid ihr schon mal in diesem Dorf gewesen. Wir sollten es auf jeden Fall, hingehen. Hey, nicht so schnell. Du hast deine Prinzessin schon vergessen. Du weißt ja wohl, was das bedeutet, oder? Hier wimmelt es vielleicht von Leuten, die dich suchen. Wenn also jemand merkt, dass du die Prinzessin bist, dann gute Nacht. Was redest du da, Kerl? Irgendwelche Heimlichtuereien ist absolut unter der Würde der Prinzessin. Außerdem sind wir ohnehin schon halb auf dem Weg zurück ins Schloss. Was spielt denn das für eine Rolle? Und was bildest du dir, dahergelaufener Bandit, eigentlich ein, die Prinzessin zu duzen? Für dich heißt es ihre königliche Hoheit. Erspar mir dein Gesülz, Alter. Ich kann duzen, wen ich will, klar. Und wenn ich schon dabei bin, für wen hältst du dich eigentlich? Du machst hier immer auf einen feinen Ritter. Bitte hört auf, euch zu streiten. Bitte hört sofort auf, euch zu streiten. Ach übrigens, Steiner, ich habe nicht vor, ins Schloss zurückzukehren. Aber eines ist auf jeden Fall sicher. Ich sollte... Oh, okay, das war Steiner, ganz klar. Sag mal, dann, wie nennt sich das eigentlich hier? Das Teil da, naja, das ist ein Dolch, aber irgendwie ein sogenannter Liliendolch, extra scharf und schön verziert. Weißt du, kurze Klingenwaffe ist so wie diese, nennt man Dolche. Etwas längere wären dann Kurzschwerter, die haben nur bla bla bla, okay, okay. Ein Liliendolch, habt ihr gesagt. Prinzessin, euch mal klein sein, aber so. Eine gefährliche Waffe, bitte schneide durch nicht, das ist ein Riesenmesser, ey. Lilien durch. Und Lilien waren ja schon immer mein Liebling. Also ich habe es. Nennt mich von nun an Lilly. Achso, jetzt habe ich... Oh, jetzt habe ich überschoben. Okay. Nennt mich von nun an Lilly, Zedan. Was halt ihr davon? Jo, klasse. Bloß nicht Streit mit dem Mädel sonst. Wären sie fruchtig. Ein absolut edler Name, Lilly. Jetzt müssen wir nur noch etwas mit deiner Sprechweise machen. Versuch doch einfach mal so frei von der Leber weg, wie ich, zu plaudern. Nicht immer so vornehm und hochgestochen. Gut. Ich werde mir redlich Mühe geben. Nein, nein! In einem Fall wie diesem, gesagt, zum Beispiel.
Okay, werde es versuchen. Oh, okay, werde es versuchen. Da ist es. Gut, nachdem alles geklärt ist, wollen wir langsam mal weiter. Ja. Ach, die guten Texte, wenn die irgendwann mal weg sind. Ach so, hier, okay. Mal hier hingehen. So. Neue Gegner, neue Gegner. Ih, was bist du denn? Ach, bist du hübsch. Aber den anderen hacke ich aber mal drauf hier. Ein Angriff ist weg. Gift und Galle. Okay, wir schauen mal hier, was das hier ist. Wache, bitte durchlassen. Könnt ihr mir einen Passierschein vorweisen? Wenn nicht, kann ich euch nicht durchlassen. Würde ich dir gerade was zu arbeiten geben, würde ich ja eine Ausnahme machen. Aber im Moment ist ja nichts viel los, also gib auf. Oder ausruhen. Alter. Die alte Vega braucht meistens aber ein bisschen länger, bis hier ist. Dann warte mal. Okay. Plaudern, das Südenstall, die Grenze zwischen Lindblum und Alexandria da. Aber es hat auch noch eine andere Funktion. Die Luftschiffe können nur da fliegen, wo auch Nebel ist oder gibt. Mit anderen Worten, sie können nicht besonders in die Höhe steigen. Das heißt, dass das Südtor sowohl für das allgemeine Fußvolk als auch für den Luftverkehr als Grill. Hallöchen, ich bin während der Arbeit als Vegas-Item einkaufen. 14. Dann gebe ich nochmal 10. Kostet ja nichts. Ausruhen? Nee. Okay. Dann gehen wir wieder. Also von da bin ich gekommen. Da ist das Dorf. Und wieder Kampf. Schön, die Leute trainieren. So, mal ein bisschen schneller machen hier. Aber ich hätte mich vielleicht heilen, also wenn ich mich schill, wenn ich mich ausruhe, schlaflos mal, bin ich dann mal voll geheilt. Was ich dann hoffentlich in diesem Dorf dann machen kann. Sehr schön, muss erlernt. Ach komm. Du immer im letzten. Und die greifen von hinten an. Ach komm, das war jetzt gemein. Also das war. Okay, dafür hau ich euch richtig kaputt. Einfach so von hinten, ey. Sowas kann ich ja leiden. Okay, ein Jadestein. Komm schnell ins Dorf, ins Dorf, ins Dorf. Okay. Boah, schau doch mal. Ach, ey, wie die Pension hier drüben. Gehen wir denn jetzt schon schlafen? Ich würde so gern zur Windmühle gehen. Ich weiß, aber wir sollten uns erstmal ausruhen. Ausruhen ist gut. Außerdem müssen wir besprechen, wie es weitergehen soll. Hast du den gesehen? Ja, habe ich. Das Dorf Dali. Dali? Dali, Dali? Dali wie schnell oder was? Hallo? Ach ja, je, bitte verzeiht mir. Seid willkommen. Na, na, hübsche Fräulein anstarren, geziemt sich doch gar nicht. Nein, eigentlich nicht. Ich habe auch gar nicht die junge Dame, sondern den. Wie dem auch sei, bitte sehr. Sie dann? In welchem Sommer soll ich die Nacht verbringen? Und an welchem. Und an dem gleichen, wie wir alle. Aber
Ich bin noch nie mit Männern im gleichen. Das kann ich ja verstehen, aber in so einer kleinen Pension gibt es nur mein ein Zimmer. Na los, rein mit euch. Kleines Zimmer mit 4 Betten, okay, auch nicht schlecht. Bevor wir schlafen gehen, möchte ich noch eins wissen. Was wolltest du eigentlich, nachdem du Schloss verlassen hattest? Wären wir nicht abgeschützt, müssten wir doch jetzt schon in. Dann wären wir jetzt schon längst im Nachbarreich Lindblum. Du wolltest das Königreich Alexandria verlassen? Alexandria, ja. Tja, als blinder Passagier wäre es wohl tatsächlich ein leichtes gewesen, über die Grenze zu kommen. Aber jetzt müssen wir wohl auf Schusters Rappen das Südentor passieren. Über die Grenze also. Sieh dann, hör mich an. Es gibt einen äußerst wichtigen Grund, warum ich über die Grenze muss. Den Grund kann ich dich nicht wissen lassen, aber ich muss einfach. Hab verstanden, mach dir keine Sorgen. Ich werde dich schon nach Lindbom bringen. Ich habe diesen Schwachsinn lang genug angehört. Prinzessin hört auf mich und schenkt seinem Wort keinen Glauben. Wer weiß, was dieser tun nicht gut. Wer weiß, wann dieser tun nicht gut euch wieder in große Gefahr stürzt, erinnert euch doch nur an den verwunschenen Wald. Ich weiß zwar nicht, was vorgefallen ist, aber bitte kehrt mit mir ins Schloss zurück. Dass ein verwunschener Wald mit der Rettung von Lily zögerte, war ein Fehler, aber das kommt nie wieder vor. Mein Schluss steht fest, ich werde Lily auf ihrem Weg beschützen. Soll das ein Witz sein? Diese Aufgabe gebührt einzig und allein diesem Steiner. Dann verrat mir doch, wie du sie ins Schloss, wie du ins Schloss, wie du ins Schloss zurückkehren willst. Dies zu überlegen gehört auch zu meinen Aufgaben. Und der McClane pennt. Mr. Vivi? Der ist kaputt. Es war ein anstrengender Tag und er sah schon die ganze Zeit müde aus. Aber der Herr da ja von Klapphausen unbedingt seine Meinung zum Besten geben musste. Was? Lass uns auch ein wenig schlafen. Ach, einen schönen Fall geheilt. Das Lied habe ich vorher noch nie gehört. Die Stimme klang nach Lilly. Scheinen ja alle schon auf dem Bein zu sein. Dann wollen wir die dreimal suchen. Okay, dann. Okay. Glücksfest, ein mehr oder weniger glücklicher Tag. La la la, heute ist Glücksfarbe ist blau. Wir haben alle Farben auf Lager. Theater nimmt man gleich alle Stimmen. Okay. Ah, ist was versteckt. Eine Kischt. Das war noch was, jawohl. Ein Antidot. Also ein Gegengift. Bibliothek Dali. Ich werde zum Millionär. Okay, das sieht mir alles nicht. Wir müssen jetzt bei anderen suchen. Wo auch immer die hin sind. Schon wieder ein Event.
Okay. Die Prinzessin hat es nicht so leicht. Ach, wir können einen Brief abgeben. Ein Brief von Mois. Ich mag Mois eigentlich gar nicht. Mal schauen, was er schreibt. Von Mois an Gumu. Da kam irgendwie so ein Depp mit Flügeln vorbei und friert mich einfach so vor mir ein. Also und friert mich einfach so nichts, dir nichts ein. Kupo. Und als ich da für einen Eisblock rumstand, latscht auch noch so ein seelenruhiger Stilskin an mir vorbei, ohne mich zu bemerken, Kupo. Und so als Eisblock kann man hier eher schlecht Aufmerksamkeit regnen können. Okay. Nee. Das Speichern brauchen wir nicht. Okay, der pennt wieder hier. Frühstücksmenü, 20 Gil. Oh, jetzt reicht's aber hier. Die Mieze hat's gesehen. Was auch immer. Die Tante. Oh, Waffen kaufen. Habe ich alles? Ein Federhut können wir mal zwei. Oh, zwei kaufen. Ein Helm. Ja, nichts Neues. Gehen wir mal wieder. Egal. Money, money, money. Dorfschulze Gottfried. Ich bin Dorfschulze. Was bist du hier? Weiß ich nicht. Hier war gerade noch was. Was ein Riesenapparat. Den könnte man ja zu einem Luftschiff benutzen. Warum gibt es in so einem Dorf so ein großes Zahnrad? Ja, das bist du auch ganz gern. Oh, hallo. Hey Vivian, gibt's da was zu sehen? Sieh an! Ich habe nur nachgedacht. Ah, jetzt weiß ich Bescheid. Du hast bestimmt ein Mädchen getroffen und dich direkt in sie verschossen. Na, nein, das stimmt gar nicht. Jetzt sag bloß, du stehst nicht auf Mädels. Eigentlich habe ich noch nie über sowas nachgedacht. Echt nicht? Also ich denke irgendwie an nichts anderes. Im Blindpunkt fliegen sie sowieso alle auf mich. Wenn du also diesbezüglich Hilfe brauchst, werde ich dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das ist aber nett. Gut. Auf jeden Fall wollte ich gleich mal eine Lagesprechung einberufen. Ich gehe Lilly und den alten Steine suchen und gehe doch zurück in die Pension. Gut, habe verstanden. Ach ja, was gibt's denn hier nun tatsächlich zu sehen? Ich höre immer so ein Kerä. Hier drüben. Na, da läuft hier wohl irgendwo ein Schokobo rum. Also, wir sind gleich in der Pension. Okay. Was wohl ein Schokobo sein mag? Schokobo? Der alte Steiner muss mal außen vor, wo es Lilien gegangen. Er liegt auf dem Acker. Schau mal, was die Lilly macht. Okay. Was willst du denn hier? Boah, lass mir Ruhe. Ja. Wir sind immer noch im Dorf. Dali? Dali? Dali, wie schnell? Keine Ahnung. Machen wir erstmal ein Päuschen und dann geht's gleich weiter.